Hallo und willkommen zurück zu Die Siedler. Da unten kommt ein neuer Soldat, das ist schön. Ein Gefreiter ist das, der geht hier in diesen Turm, da ist auch Gold drin, dann kann er vielleicht direkt davon profitieren. Wäre ja mal schön. Unsere Soldatenproduktion, also unsere Ausbildung, die geht jetzt voran. Ah, guck mal an, da kommen auch direkt schon zwei und da oben kommt noch ein neuer. Ja, wir haben nämlich alles ein bisschen raufgefahren in der letzten Folge. Und wir haben, wartet mal, wir gehen da mal hin. Hier oben im Hafen, da haben wir Waffen und Schilde. Und da kommen die jetzt gerade vor allem her. Wir haben natürlich überall hier Schmieden, aber wir haben noch ein paar Schmieden gebaut. Hier oben, das haben wir schon ein bisschen länger, glaube ich. Aber insgesamt haben wir da nachgebessert. Und ich glaube, wir bauen jetzt auch hier unten. Wartet mal, da bauen wir auch noch Schmieden hin. Eisenschmelzen haben wir aneinander zwei. Da das Lagerhaus. Und hier wird auch. Habe ich hier schon die Brauerei stehen? Ne, eine Brauerei haben wir hier noch nicht. Das müssen wir dann hier mal noch an. Da oben doch, da haben wir die Brauerei. Das muss dann alles hier hin. Da ist ein Soldat, der geht hier gerade weg, weil ich hier hinten die Gebäude, also die alten Wachstuben, habe räumen lassen. Erst einmal wieder die Frage, warum die nicht hier vorne ins Lagerhaus gehen, sondern stattdessen ganz weit weglaufen. Das ist mal wieder. Ja, weiß man nicht. Ein großes Mysterium ist das wieder. Ich werde aber auf jeden Fall mal hier noch ein paar Wege, keine Straßen, aber Wege, Wasserwege bauen. So. Direkt bis zum Hauptquartier. Damit wir das hier ein bisschen beschleunigen können. Hier den Warentransport von da hier runter. Okay. So. Dann bauen wir hier mal noch einen Bauernhof rein. Achso, da geht's ja nicht. Moment. Da muss der Bauernhof hin. Der kommt da hin. Und da runter. Wenn wir da hinten eine Brauerei betreiben wollen, brauchen wir schließlich Getreide. Hier kommt auch noch ein Bauernhof hin. Der wird schon seine Felder finden, hoffe ich. Ja, ja gut, den Weg reißen wir mal so ab. Das ist ein bisschen doof. Das machen wir mal irgendwie. Ja, so rum. Okay. 15 Soldaten. Wow, 15 Soldaten haben wir jetzt hier. Hier haben wir drei Generäle. Haben wir zwei. Wo kommen denn so viele Soldaten her? Hier hinten haben wir noch ein paar drin. Warum haben wir das hier leer geräumt? Da kommt einfach kein Gold mehr hin. Okay. Und da kommen neue Soldaten. Das ist echt wunderbar. Genau so soll es sein. Und dann wird wahrscheinlich. Oh, wir haben. Die Schmiede ist ohne Arbeiter. Gut, dann brauchen wir jetzt Hämmer. Und die Schlosserei müssen wir wieder in Betrieb nehmen. Die wir eben noch abgestellt haben. Die. So, vier Hämmer sind da auf jeden Fall schon mal potenziell hergestellt. Vier Eisenbarren habe ich da gesehen. Schmelzen wurden hier hergestellt. Gut, dass wir da die Schmiedepfannen gebaut haben. Okay. Geht hier irgendwie ein Weg drüber? Ja. Sehr schön. Dann machen wir doch mal noch einen Wasserweg hier rüber. Höh? Geht das nicht? Leider nicht. Schade. Schade, schade. Okay, dann kommt das weg. Dann kommt auch die Fahne weg. Kriegen wir hier noch einen Wasserweg rüber? Kriegen wir. Dann kommt da eben eine Fahne hin. Und hier ist natürlich hier in der Nähe von so einem Lagerhaus auch wichtig, dass man das dann hat. So, dann kommt das weg und das dahin. So, Schmiede ohne Arbeiter. Keine Rohstoffe mehr an dieser Fischerhütte. Noch eine Schmiede ohne Arbeiter. Jo, alles klar. Ja. 15 Soldaten. So, sind die alle in der Festung? Nein, die haben wir ja geräumt. Das haben wir geräumt. Hier kommt kein Gold mehr hin. Okay, dann können wir hier tatsächlich einen Angriff starten, denn mehr gehen da hier wohl kaum noch hin.
Obwohl, ja, da vorne würden noch ein paar reingehen. Kann man sich auch wieder fragen, warum die hier alle in die zweite Reihe geschickt werden. Okay, das hier ist direkt an der Front. Ja, gut, ja. Könnte man gelten lassen. Erobern wir mal den Turm hier mit 20 Mann. Das ist natürlich auch übertrieben. Schicken wir da mal 5 hin. So, und dann können wir uns hier schon mal langsam darauf einstellen, das hier alles zu holen. Guck mal hier, das haben wir fast schon so durch Expansion geholt, also erobert. Brauchen wir, gut, hier brauchen wir eh keinen Soldaten. Das haben wir ja, ja gut, das können wir uns hier eigentlich auch sparen. Dann brechen wir das mal ab. Können wir auch den Hafen fast hier wegräumen. Steinbruch ist ohne Rohstoffe. Okay. Ja, ist hier eine Verbindung? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist gar keine Verbindung. Dann schenken wir uns das hier auch. Schenken wir uns das hier komplett. Hier hinten ist kein Stein. Doch, da hätten es noch Stein zu holen. Da aber nicht mehr. Da habe ich jetzt keinen. Okay, wartet mal. Dann soll da noch einer hin. Militärgebäude erobert. Wunderbar. Das klappt. Das klappt ganz gut. Hier kommt noch ein Bauernhof hin. Mitten übers Feld. Machen wir mal so. Dann kann er zumindest das Feldchen nutzen. Und so verbinden wir das. Da kommt noch ein Soldat. Er geht da rein. Da kann man. Ja, das passt alles. Okay. Ja, da könnten wir sogar den grünen Gegner schon angreifen. Wenn wir Lust hätten, hier auch. Ja, das könnten wir machen. Bringt uns allerdings nicht allzu viel. Wir haben natürlich jetzt schon einen Großteil der Karte hier erobert, das ist klar. Damit haben wir eigentlich schon. Schickt da mal noch einen Geologen hin. Guck an, jetzt können wir hier hinten sogar noch weitere Steinbrüche hinbauen. Hinten haben wir schon die nächste Baracke besetzt. Sehr gut. Und dann schicken wir hier hinten mal zwei Geologen hin und einen Kundschafter. Gucken, was hier hinten noch kommt. Ja gut, hier oben geht der Kreis um das Auge noch weiter, das ist klar. Hier noch ein Kundschafter hin. Hier hinten könnte man noch Bauernhöfe hinbauen, aber ich glaube, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viele von. Gehen wir hier eben auf die Waren. Brote haben wir weniger, Fische haben wir weniger. Gut, das ist natürlich immer das Blöde, dass wir so wenig Nahrungsmittel haben. Ja, vielleicht noch ein bisschen weniger in die Brauereien, aber eigentlich brauchen wir ja gerade hier oben schon noch ein bisschen was bei der Brauerei hier oben. Die hier, die braucht da immer was. Aber das funktioniert auch. Da kommt immer wieder ein Fässchen hin. Wir haben da zwar noch ein großes Polster hier an. Na, da kommt wieder ein Soldat raus. Würde ich gerne abbauen. Dieses Waffenpolster möchte ich gerne abbauen. Aber wir haben jetzt hier auch kein. Hier zum Beispiel können wir auch mal direkt sagen, kein Bier rein. Aber hier kommt ja auch nichts hin an Bier. Wie sieht es hier aus bei dem Lagerhaus? Hier, da haben wir Bier. Wo kommt das her? Ist auch wieder so eine Sache. Wie kommt hier Bier hin? Ohne. Da ist die Brauerei. Warum haben wir denn da eine Brauerei? Wenn wir hier keine. Ach, da haben wir die Schmiede. Ah, ja, okay. Die läuft auch zu 100%. Das ist ja mal schön. Dann kann das natürlich so bleiben. Kommen hier auch mal Soldaten her. Ja, das ist doch fein. Und da kommt sogar ein Taler raus. Das heißt, man will hier die Soldaten weiter upgraden. Na, da kann man noch einen hinschicken. Okay, gut. Dann machen wir mal Folgendes. Wir müssen expandieren. Wir wollen jetzt auch nicht ewig brauchen für die Mission hier. So, wir machen Folgendes. Wir greifen das hier mit 23 Soldaten an. Das Hauptquartier. Das machen wir jetzt alle. So, hier oben, wenn er da noch Gold findet, wird auch da Gold abgebaut.
Yippie. Kohle. Okay. Kohlebergwerk. Ups. So. Straße abreißen. Die ver... Jetzt habe ich da eine Holzfäller hin... Na, das war ja Quatsch. Die verbinden wir beide miteinander. Das hier runter. Und von da aus dann... Gerne an den Steinbruch. Okay. Wenn hier oben auch noch Kohle ist, dann bauen wir da auch noch welche ab. So, die Schmieden, die werden jetzt doch wohl mal ihre Hämmer bekommen haben. So sieht's aus. Scheint zumindest so zu sein. Geologe, Geologe, Kundschafter. So, jetzt gucken wir mal, was der Gegner da noch hat. Vor allem einfache Soldaten. Wir haben da jetzt gerade Generäle und Offiziere hingeschickt. Ja, da muss man nicht viel spekulieren, um sehen zu können, wer das gewinnt. Wir können hier noch weiter angreifen. Da oben kommen auch noch weitere Soldaten. Also wenn wir das erobert haben, dann machen wir uns mal an die Festung hier unten. Ich denke mal, das können wir so machen. Hier oben ist noch Stein zu holen. Ja, da kommen wir leider nicht hin, weil wir hier oben die Baracken nicht besetzt bekommen. Die Baracken hier, die sind ja leer, genau. Hier oben hätte ich gerne noch eine Fahne, aber ja gut, das ist auch ein bisschen weit hier. Da kommt man mit dem Floß nicht rüber. Hier schicke ich mal noch einen Geologen hin. Und dann schauen wir uns... Wo war das gerade? Wo haben wir die Kohlebergwerke gebaut? War das hier oben? Ne, hier war das nicht, oder? War das hier? Hier war das, genau. Okay, da ist nichts mehr zu holen. Sehr gut. Wissen wir auch da Bescheid. Joa. Hier könnte man jetzt mal noch eine Baracke bauen. Machen wir. Und dann räumen wir... die Baracke räumen wir und die Baracke räumen wir. Da ist schon ein General drin. Ist ja gar nicht zu glauben. Die Baracke räumen wir auch. Haben wir wieder drei Soldaten mehr. Oder waren jetzt hier gerade zwei drin? Weiß ich gerade nicht genau. Ich glaube, da war nur einer. Also wieder ein paar Soldaten mehr. Gehen hier ins Lagerhaus und die bleiben da erstmal. Naja. Interessant. Die werden sicherlich bald versetzt. Jo. Ah ja, guck an. Das haben wir zerstört. Dann können wir vielleicht auch das mal... Nein, können wir nicht. Toll, da haben die erfolgreich alles wieder bewaldet. Ist ja echt nicht zu glauben. Okay, naja. Dann müssen wir hier mal den Holzfäller hinschicken. Das war mit der Axt dran. Ein Holzfäller da. Ja, mehr kriegen wir da nicht hingebaut. Hier vielleicht noch ein Holzfäller. Dann greifen wir die Barack. Oh ja, genau. Wir wollten hier unten angreifen. Die Festung. Wie viel kriegen wir denn da hin? 11. Schicken wir hin. Dann holen wir uns hier die Baracke mit 3 Mann. Die Baracke mit 3 Mann. Den kann man mit 9 angreifen und den auch nochmal mit 3 Mann. Dann schicken wir da auch noch einen hin. Dann haben wir hier den roten Gegner. Ich glaube, dann haben wir den komplett besiegt, wenn wir die jetzt alle erobert haben. Und dann haben wir vielleicht auch hier die Festung. Na, gucken wir mal. Wir werden sehen. Das ist natürlich jetzt ein gewagtes Vorhaben da. Und hier sieht es auch aus, als würde da gleich nichts mehr zu holen sein. Das ist okay. Die Fischerhütte hier kann weg. 85%. Naja, gut. So. Baracke besetzt. Ah ja, guck an. Hier hinten, da holen wir uns dann noch den Stein. Hier mal noch eine Baracke. So, der kann da wieder raus. Wir haben es erobert hier hinten. Keine Rohstoffe gefunden in dem Eisenbergwerk. Dann kommt noch das weg. Weg abreißen. Hier hinten ist alles leer. Militärgebäude erobert. Okay, das verbinden wir hier hinten drüber.
Dann schicken wir einen Geologen, zwei Geologen hin. Das hatten wir erobert, genau. Dann verbinden wir das mal mit dem, dem. Und hier schicken wir mal wieder Geologen hin. Kennen wir ja das Spiel. Hier schicken wir auch nochmal einen hin. Oder zwei. Baracke, den Wachturm haben wir. Okay, und hier, das ist natürlich jetzt interessant. Denn der Gegner hat ja hier Generäle bis zum Abwinken. Und wir schicken da unsere Generäle hin. Oh, er hat hier direkt noch eine weitere Festung. Das ist natürlich nicht ohne. Ja, das ist jetzt hier eine richtige Vernichtung. Oh, und wir werden hier irgendwo angegriffen. Kohlebergwerk, das ist leer. Okay. Militärgebäude erobert. Wir werden angegriffen bei einer Baracke. Ja, ist klar. Natürlich suchen sie sich eine Baracke raus. Okay, so, das verbinden wir mal. Den Turm, den haben wir gleich auch erobert, das ist klar. Ja. Dann gucken wir uns das hier mal an. Das ist jetzt interessant. Also jetzt sind wir hier. Oh, guck mal da. Da hat er nämlich jetzt nur noch normale Soldaten, die aus dem Lager rauskommen. Ah ja. Interessant. Ja gut, ich meine, wenn ihr euch mal die Karte anguckt, der sitzt hier unten in der Ecke. Militärgebäude erobert. Ah ja, das war jetzt der Wachturm. Den verbinden wir hierüber. Das verbinden wir mit dem und dem. Und die Baracke greifen wir noch mit drei Mann an. Dann haben wir auch die. Der rote Gegner, der ist besiegt. Da besteht überhaupt kein Zweifel mehr dran. Das hat sich also für ihn erledigt. Ja, das kann er gerne erobern, dann holen wir uns das zurück. Das ist ja jetzt hier Kinderspiel, denke ich. Kohle gefunden. Sehr gut, da kommt direkt mal ein Kohlebergwerk hin. Und das verbinden wir auch sofort. Ja, da greifen wir an. Unsere Generäle stehen da schon parat. Der Feind schickt hier Entsatz. Entsatz schickt er hier. Militärgebäude erobert, das war die Baracke, genau. Und vielleicht können wir hier mal noch eine Fischerhütte gebrauchen. Hier schicke ich noch einen Geologen hin. Hier oben brauchen wir noch Geologen. Ja, und Holzfäller brauchen wir da vor allem. Oh, da schicken wir noch ein paar Soldaten mehr hin. Das könnte da ein bisschen enger werden. Er schickt da auf jeden Fall auch nochmal den einen oder anderen. Okay, er schickt dann mal direkt, wenn wir unsere Leute schicken. Oh, jetzt lässt er hier seine Generäle los. Ah, den Wachturm hier, den können wir nicht halten, wenn er den angreift. Jetzt, unsere Leute sind da auf dem Weg zurück. Müssen wir hier vielleicht mal ein paar abholen. Das ist alles leer, okay. Die ist leer. Das wollen wir mal aus. Den Wachturm lassen wir noch besetzt. Ah, dann greifen sie jetzt tatsächlich die Baracke an. Oh ja. Okay. Es wird auf jeden Fall hier gerade eine interessante Sache. Mal gucken, wie das hier ausgeht. Ich bin sehr gespannt. Ja, die Baracke hier oben ist umkämpft. Ich glaube, die können wir auch abreißen. Im Zweifelsfall. Wirklich wichtig ist die nicht. Ich klicke da einfach mal schon mal zur Vorsicht das an. Ja, die Generäle sind noch halbwegs fit. Aber da stehen noch drei feindliche. Ist vielleicht ein bisschen viel. Und die kassieren ja einfach zu viele Treffer. Warten wir es ab. Dann sind wir aber auch schon wieder.
wieder am Ende der Folge fast angelangt. Na gut, hier, der macht's nicht mehr lange. Ein Treffer und der ist hin. Und der ist gleich hin. Ja, der ist jetzt hin. Wenn da jetzt keine Unterstützung kommt, dann ist die Baracke verloren. Ja, schade. Ich weiß auch nicht, warum man da keine Soldaten mehr hinschickt. Gerade wenn man sieht, dass man angegriffen wird, könnte man ja meinen, dass man das mal macht. Aber na gut. Stattdessen, ah, der hat schon wieder einen Treffer bekommen. Noch ein. Naja. Also das geht gleich weg. Ja, und weg damit. So. Dann kann man nämlich. Dann braucht man kein Gold mehr. Dann haben wir hier die Wachtürme. Den Wachturm. Da hinten haben wir Wachtürme. Dann können wir von hier hinten aus auf jeden Fall schon mal wieder Gebäude ausräumen. Hier hinten haben wir die Baracke. Die kann auch ausgeräumt werden. Und hier hinten schicken wir einen Steinbruch hin. Also schicken wir einen Steinbruch hin. Da errichten wir einen Steinbruch. Ah, okay. Ich sehe das Problem. Wir müssen hier erstmal einen Holzfäller hinbauen. Hier kriegen wir keinen Weg gebaut. Kriegen wir hier einen Weg durch? Kriegen wir auch nicht. Okay, also weg damit und weg damit. So, okay. Ja. Insgesamt haben wir den roten Gegner besiegt und wir haben unser Territorium ausgebaut oder ausgedehnt und konnten es bisher halten. Aber auch nur durch einen Trick, muss man eingestehen. Und das hier haben wir verloren. Können wir jetzt mit 11 Mann angreifen? Ob wir das machen wollen? Ja, wollen wir. Das gibt hier auf jeden Fall eine, ja, Entscheidungsschlacht, wenn man so möchte. Hier kann man noch die Soldaten rausschicken. Die brauchen wir hier nicht. Hier brauchen wir die auch nicht mehr. Die können alle ein Haus weiterziehen. Das kann geräumt werden. Oh, wartet mal. Den können wir doch nicht räumen. Den können wir doch nicht räumen. Da war ich ein bisschen zu voreilig. Der, okay, ja. Das passt soweit. Hier machen wir noch einen Weg dadurch. Oder vielleicht machen wir da oben noch ein Lagerhaus an die Stelle. Da können wir ein Lagerhaus hinbauen. Aber das können wir auch hier hinbauen. Da ein Lagerhaus. Einmal so, einmal. Ups. Einmal so, einmal so. Dann noch so verbinden. Genau. So. Und so. Und so. Und wir werden angegriffen bei einem Wachturm. Wer hätte das gedacht? Wow. Da haben die was vor. Eins, boah. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, gerade nicht mehr geschafft. Wir können jetzt hier mit einem angreifen. Das ist aber schlapp. Hier haben wir einen General, den wir da hinschicken könnten. Ja, der Weg, der ist unterbrochen. Und wir greifen gerade hier an. Das ist hier wirklich eine Vernichtung. Oha. Okay, interessant. Da muss ich mal schlucken. Das ist jetzt hier richtig happig. Okay, der Gegner hat also ordentlich Generäle ausbilden können. Naja, gut. Müssen wir mal gucken, wie wir da vorgehen. Müssen wir mal gucken, dass wir ihn vielleicht hier auf dieser Seite angreifen. Wir haben da zwei Soldaten, die wir da hinschicken können. Das wären die beiden Generäle hier. Na gut, wir schauen uns das in der nächsten Folge an. Ich mache jetzt hier noch einen Screenshot und dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Tschüss!